Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 1. Oh yeah, und wie ihr seht, ich habe es geschafft, auf 1080p das Ganze zu bringen. Und jetzt habe ich mein Bild wieder entfernt. Jetzt muss ich kurz was gucken. Okay, gut. Ich hatte nämlich gerade meine Tastleiste im Bild, aber die wird nicht angezeigt, das ist gut. Und zwar, ich habe mich hier ein bisschen umgesehen. So, und habe bemerkt, dass da noch Munition liegt. 10 mm. Yeah. So, zum anderen habe ich mir die gestrige Folge nochmal reingezogen. Und da sind wir in diesen Raum gegangen und er hat ja gesagt, hier wird es höchstwahrscheinlich nichts geben, was wahrscheinlich bedeutet, dass es hier kein Chip gibt. Okay, dann hauen wir auf jeden Fall wieder ab. Ich weiß noch nicht jetzt weiter, wie wir weitermachen. Wir werden uns ein bisschen draußen umsehen. Ich weiß, wir haben eigentlich keine Zeit. Nur noch ein paar Tage. Zur Not fangen wir einfach nochmal von vorne an. Aber wir kriegen das schon. Wir kriegen das irgendwie geregelt, Freunde. Ich meine, wir haben ja Zeit. Wir haben ja noch genug Zeit. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 120 Tage, oder? So, irgendwo um den Dreh. Wo haben wir das gesehen? Hier? Nein. Was denn mit dem Tag? Nee. Ach, aber dort Kampf, okay, gut. Will zu wissen. Wo hatte ich das nochmal gesehen? Charakter, ne? Nein, das war Karte. Figur. Nein. Pip-Boy. Ja, Pip-Boy. Steuerchip holen. 114 Tage haben wir noch übrig. Viel ist das jetzt nicht. Aber egal. Wir haben uns ausgeruht, das heißt, wir sind wahrscheinlich nicht mehr müde. Wir können uns wieder verarzten. So wie dazu hauen wir erstmal hier ab, ne? Wo war der Ausgang? Da. Ah, ist das schön. So schön groß, ne? Kein Viereck mehr. Gut, dann verziehen wir uns hier mal. Ich werde mir was überlegen. Vielleicht mal mit ein paar Leuten reden oder so. Ich weiß auch nicht. Schauen wir mal, was haben wir denn noch? Raiders, Necropolis. Was ist denn mein Necropolis? Wo ist das? Oh Gott, das wird ein langer Weg. Ich spüre es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au. Das ist Skorpione, ne? Kann die, glaube ich, gar nicht töten. Ich habe nicht mal genug Munition, oder? Ne, das ist die Karte. Figur. Inventar, komm. Ich geh einfach ins Inventar. So, 10 mm. Was ist das hier? Ja, wir haben 48 Munition wieder. Ein paar Granaten. Das macht ja schon Schaden, ne? Ah, ich weiß nicht. Wir müssen auf jeden Fall ein Stück laufen. Die Viecher werden uns killen. Ach cool. Panzer, Hirn, Schwanz. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Wie habe ich das gemacht? Mit Rechtsklick hier drauf kann man das ändern. Die AP-Kosten werden noch verringert. Das kostet auf jeden Fall 6 AP, ne? Wir können auf den Kopf zielen. Holy shit. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Haben wir allein trotzdem richtig viel Schaden. Ich muss mir gleich ins Stimpack reinziehen. Ach du Scheiße, er hat mich zweimal geschlagen, ne? Nix! Okay, okay. Ziehen wir uns ins Stimpack rein, oder? Hilft ja alles nichts. Ja, ich will's. Die Steuerung, ne? Manchmal dreht man durch. So, hat zwar nicht sehr viel geholfen. Aber ist auch egal. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich nachgeladen? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Die Option mit den 2 AP ist auf jeden Fall nicht mehr möglich. Keine Ahnung. Ja, wir hätten vielleicht weglaufen sollen. Aber wir können ja jederzeit laden, ne? Kopf. Alter, der lebt immer noch. Okay, okay, komm. Ups. Wir haben noch keine Chance gegen die Skorpione. Wir haben einfach noch keine Chance gegen die. Echt krass.
Wir brauchen einfach stärkere Waffen. Aber ich bin jetzt schon mal ein bisschen im Spiel drinne. Von daher kann es nur noch besser werden. Ich meine, hätte ich jetzt mit diesem Wissen, hätte ich jetzt noch angefangen, ja, wäre ich jetzt richtig Pro. Aber wir machen es nicht. Wir haben ja nämlich was zu finden. So, verziehen wir uns mal hier. Was? Ich habe erstmal aus dem Spiel geklickt. Also, sorry, ich bin auch ein bisschen krank und es ist morgens. Es ist morgens. Okay. Stadt und Welt. Das ist die World. Unterkünfte, da waren wir. Ja, waren wir überall. Haben wir schon in Junktown? Ich glaube noch nicht, ne? 2 Tage weniger, 3 Tage weniger, 4 Tage weniger, 5 Tage weniger, 6, 7, oh Gott, 8, ach du Scheiße. Es verschlingt ganz schön in Zeit, Junktown. Steck das lieber weg. Junktown ist ein friedlicher Ort und das soll auch so bleiben. Okay. Stecken wir das halt mal weg hier. Tut mir leid, die Tore sind nachts geschlossen, kommen morgen früh wieder. Hey, ich muss aber in die Stadt. Tut mir leid, das Gesetz ist Gesetz. Fremde dürfen nicht in die Stadt. Ja, leck mich doch. Dafür sind wir jetzt hergelaufen. Gehen wir nach Nekropolis und gucken, was wir da so finden. Wir haben jetzt sowieso schon so viel Zeit verschwendet und zur Not können wir laden. Über der Gegend hängt der Geruch des Todes. Mit Sicherheit nutzloser Schrott, kein Zweifel. Das ist Schrott. Du näherst dich einer dunklen, heruntergekommenen Stadt, in der nur wenig los ist. Zombies? Kann man mit euch reden? Ja, man kann nicht mit den Leuten reden. Können wir die abknallen? Okay, Nekropolis ist gefährlich. Okay. Das ist jetzt ein bisschen bitter, ne? Egal, egal. Wir kriegen das schon hin, Freunde. Ich mache mir da jetzt keine Sorgen. Ich hätte vielleicht mal draußen abspeichern sollen. Da hätten wir nicht den ganzen Weg immer gehen müssen. Wir müssen uns ein bisschen in der Stadt umhören. Das geht nicht anders. Wir brauchen etwas zu tun. Wo war der da? Kann ich noch schnell laufen? Kannst du dich nicht teleportieren? Nee, du kannst auch rumspacken, ne? Ja gut. Speichern wir hier nochmal ab, für den Fall der Fälle. Ja. Das wäre erledigt. Dann gehen wir halt zuerst nach Shady Sands. Hören uns da mal ein bisschen um. Wer weiß, was wir da so finden. Oh, wir sind bei den Raidern. Nein, ich will noch 10. Oh. Da wollte ich hin. Verdammt. So, Eingang. Stecken wir nochmal die Waffe weg. Und unterhalten uns mal mit den Leuten.
Ja, Skorpione können wir natürlich ausschalten. Dafür sind wir aber, glaube ich, noch zu schwach. Erzähl mir etwas über diesen Ort hier. Shady Sands ist eine friedliche Gemeinde. Wir haben unser eigenes Bewässerungssystem, sodass wir Anbau betreiben können, wenn wir nicht dauernd von den Red Skorpionen und Gangsterbanditen tyrannisiert werden würden. Da ginge es uns richtig gut. Aha. Erzähl mir was über die Gangster. Es gibt mehrere Gangsterbanden. Ich heuer Leute wie Ian als Wache an, dass die Vertreiber helfen. Was? Was? Die sie vertreiben helfen. Südöstlich von hier gibt es eine Bande, vor der du dich in Acht nehmen solltest. Okay. Erzähl mir was über diesen Ort. Achso, das kennen wir schon, ne? Gut, das war's, danke. Hallo, ich hoffe, dir geht's gut. Kann ich dir helfen? Erzähl mir etwas über dich. Mein Leben war sehr langweilig. Ich wurde in einer Vault aufgezogen. Dort habe ich viele Jahre gelebt. Leider war es dort sehr eng und diese Enge hat das Leben schwer gemacht. Es kam zu Streitigkeiten. Und viele Leute gingen fort und nahmen die beste Ausrüstung mit. Einige von uns versuchten in der Vault zu bleiben, aber dann wurden wir angegriffen. Ich wurde verletzt und bin hier gelandet. Jetzt versuche ich, Leuten zu helfen. Ah ja. Ich vermute mal, das ist diese Vault 15, wo wir waren. Wo war deine Vault? Es war Vault 15, wie schon gesagt. Sie liegt östlich von hier. Wir versuchten, Kontakt mit einigen anderen Vaults aufzunehmen, aber wir haben es nicht geschafft. Ich glaube, meine Mitbewohner wurden von den Gangstern angegriffen. Sei vorsichtig. Okay. Sag mir etwas über diesen Ort. Du befindest dich in Shady Sands. Wir sind eine kleine Stadt in einer großen Welt. Wir wollen in Frieden gelassen werden. Neben ein paar mutierten Tieren und anderen Wüstenkreaturen machen uns nur die Gangster Schwierigkeiten. Aradesh ist unser Anführer. Er befindet sich im großen Haus im Zentrum. Okay. Wo bekomme ich bessere Ausrüstung? Du musst es so machen wie wir. Sammle sie oder handle darum. Wenn du angegriffen wirst, kannst du vielleicht die Ausrüstung deiner Feinde ergattern. Vorausgesetzt, du lebst lange genug, um sie auszurauben. Wir sind eine friedliche Gemeinde, also handeln wir um die Dinge, die wir selbst nicht herstellen können. Okay. Ja, wir handeln. Handeln ist der Austausch von Waren. Du gibst mir etwas und ich gebe dir etwas anderes. Da du den Handel angefangen hast, kannst du wählen, was du gerne möchtest. Aber mir musst du das Geschäft, also, aber mir muss das Geschäft gefallen. Und deshalb gibst du mir wahrscheinlich wertvolle Dinge, die du nicht brauchst. Und ich gebe dir dafür weniger wertvolle Dinge. Und wenn du nicht genügend Handelsware hast, verwendest du Deckel. Flaschendeckel sind die einzige geläufige Währung hier. Die Deckel werden von den Händlern vom Hub verwendet. Deshalb können sie überall eingetauscht werden. Aber wir können ja mit ihm handeln, ne? Jeder, der reden kann, kann auch handeln. Wir könnten also Stimpaks ergattern. Oder Kronkorken. Mit Granaten gerne behalten. Und das Messer kriegst du auf jeden Fall. Wobei, das müssen wir brauchen, ne? Ja, ist schwer, ne? Was, wir haben hier voll viel Munition. Aber ich brauch diese 10 mm Pistole, brauche ich nicht mehr, ne? So viel Wert zum Stimpaks. Holy shit. Okay, legen wir mal 2 zur Seite. Alter. So. Okay. Bieten. Sehr schön, wir sind im Geschäft. Gut, das war's erstmal. Danke. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo bessere Ausrüstung bekommen können. Vielleicht eine schicke Waffe. Was auch immer. Du. Ja. Du. So, handeln. Was hast du denn so Schönes zum Handeln? 10 mm. Das Buch, das ich ihm gegeben habe, 200 wert. Schön, ne? Schön, dass ich ihm ein Buch verkauft habe, das 200 Kronkorken wert ist. Und wir haben es ihm übrigens geschenkt. Naja, gut. Lässt sich jetzt nicht ändern. Es ist halt scheiße. Also gut, ja toll, jetzt habe ich meinen Timer nicht gestellt.
Ach, wir haben schon 15 Minuten. Ups. Was zum... Okay, warte. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ihr den Fehler auch gerade gesehen habt. Er war auf jeden Fall sehr gruselig. Kannst du mir nicht ein bisschen helfen? Deine Erfahrung wäre nützlich. verlockendes Angebot. Hier wird's langweilig, pass auf. Normaler Preis, 100 Deckel und ich schlag ein. Wie wär's stattdessen mit ein bisschen Action? In Ordnung, ich helfe dir für meinen Anteil an der Beute. Gehen wir, ein bisschen Action tut bestimmt gut. Was zum... Wir haben Kollegen! Wir sind nicht mehr alleine. So, handeln. Das heißt, wenn er stirbt, kriegen wir unsere Sachen wieder, die wir ihm aus Versehen verkauft haben, ne? Okay, dann war das doch kein so großer Fehler. Sehr schön. Ich will hier raus. Komm, verpiss dich. Ja, tschüss, auf Wiedersehen. Ja, ich werde nicht versuchen, Ärger zu machen, okay? Alles gut. Kann ich mit dir auch reden? Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Wir haben jetzt Ian mit uns auf der Seite. Das ist, kann ja gar nicht mehr so viel schief gehen. Gucken, ob wir irgendwo noch klauen können. Alter, er steht im Weg, ne? Ist Köder. So, war hier irgendwie so eine Art Bücherregal oder so? Nee, ne, nur der Kapuzentyp. Adresh. Tag. Womit kann ich dir dienen? Kann ich dir vielleicht ein paar Fragen stellen? Sicherlich. Was möchtest du wissen? Kannst du mir etwas über die anderen Städte in dieser Gegend erzählen? Junktown liegt südlich von hier, aber wir besuchen uns nicht oft. Angeblich gibt es Städte südlich davon. Aha, südlich von Junktown gibt es noch mehr. Danke, kann ich dich noch was fragen? Sicherlich. Was möchtest du wissen? Was gibt's hier so? Beeil dich und befreie uns von den Red Scorpions. Okay, okay, ist ja gut, ey. Ja, mal lappen. Wir haben jetzt einen Dude dabei, das heißt, wir werden uns mal versuchen, gegen die Skorpione zu wehren. Ups, vielleicht sollte ich das nicht in der Stadt machen. Das wäre vielleicht ein bisschen ungünstig. Was ist das hier? Diese Säule ist die Hauptattraktion von Shady Sands. Sie erzählt die Geschichte, um die Menschen an Hoffnung und Frieden zu erinnern. Aha. Okilidokili. So, ja. So, Zeit für ein bisschen Action hier. Kannst du mir helfen? Kümmern wir uns um die da unten zuerst, ne? Ich hoffe, du stirbst und ich krieg deine Sachen. Ian! Hilfe! Oh yeah. Das zeckt. Naja. Ach, laden, tatsächlich. Wir können nachladen. Ja. Der Skorpion ist tot. Laufen wir noch ein Stück? Der Skorpion tut einfach nichts. Wir sind einfach so weit weg, dass er nichts tut. Ja, krass. Läuft, ne? Da ist Munition. Sehr schön, Freunde. Wir kommen voran. Habe jetzt gedacht. So, was haben wir bekommen? Deine was? Okay, der zeigt mir einfach nicht an, was ich bekommen habe. Sehr schön. Nehmen wir an, das war Munition. Ja, es war 10 mm. So. Laden wir zwischenzeitlich mal. Kann ja nicht schaden. Ja, cool, dann machen wir jetzt die Skorpione fertig. Eiskalt. Finde ich gut. Dann haben wir einen Begleiter. Wir kommen voran. Also ich würde sagen, in dieser Folge sind wir gut vorangekommen. Bin begeistert. So, zuerst rechts oder links? Wir gehen links. Skorpion. Hallo. Hallo.
Alle? War ja klar. War ja klar. Ich flüchte erstmal. Soll er Ian angreifen? Ganz ehrlich. Ach du Scheiße. Der Skorpion macht einfach nichts. Der Skorpion ist einfach verwirrt. Level up bekommen? Keine Ahnung, was wir bekommen haben, aber es klang noch irgendwas. Okay. Dann töten wir jetzt zuerst die oberen und dann die unteren. Ach du Scheiße, wie viele da unten rumlaufen, ne? Wir müssen nur aufpassen, dass die unteren nicht nach oben kommen. Okay, ich bin dann mal weg. Von hier aus können wir nicht treffen, ne? Oh je. Jetzt muss er aber sterben. Fuck it. Er ist tot. Aber wir können die bestimmt auch... Warte. Ja! Wir müssen die Skorpione gleich alle einsammeln. Kriegen wir bestimmt richtig Kronkorken für. Hallo, Skorpion? Ist der blind oder so? Naja, okay. Dauer Einzel. Ich will bitte nur einen Einzelschuss haben. Wie er mich angreift, war ja so klar. Oh. Okay, es dürfte jetzt alles gar kein Problem mehr sein. Ian, hilf mir! Holy shit! Oh, der Sniper! Krasse Scheiße! Alter, der Typ, ne? Okay, hoffentlich stirbt er nicht. Na, war klar, der Skorpion kommt. Egal. Ist im Arsch. Braucht mehr AP. Ich zieh den Typen rein, ey. Das ist richtig krass. Richtig krass. So, ich hoffe, die Dinger sind wertvoll. Also, kümmern wir uns um den letzten. Gehen wir mal kurz zu Ian. Da sind wir in Sicherheit. Hättest du nicht vorher nachladen können? Oh, er hat keine Munition mehr. Oh, jetzt geht er in den Nahkampf. Das wusste ich nicht, dass er out of Muni gehen kann. Na gut, komm, schlag mich. Ich werde dir den Arsch versohlen. Ja, der hat ja das Geld umgebracht. Ja, sauber. Für den Sieg über deinen Feind erhältst du EP. Du erhältst 500 Erfahrungspunkte für das Aufhalten der Skorpione. Oh, ist das cool. Ist das cool. So, eingesackt. Figur? Ah, cool. Wieder ein Bonus. Mit diesem Bonus erhältst du pro Level zusätzlich 5% zu deinen gesammelten Erfahrungspunkten. Besonders nützlich, wenn dieser Bonus zu Beginn des Abenteuers gewählt wird. Oh. Mit diesem Bonus ist es wahrscheinlicher, dass du Details an Personen erkennst. Du erhältst damit bei der Untersuchung von Personen genauere Informationen. Nahkampfverletzungen. Deine Erfahrung im unbewaffneten Kampf zahlt sich aus. Wenn du deinem Gegner Verletzungen zufügen willst, pro Level verursachst du im unbewaffneten Kampf und im Nahkampf 2 Verletzungspunkte. Oh. Nachtsicht. Der Bonus Nachtsicht steigert dein Sehvermögen bei Dunkelheit. Pro Level wird die allgemeine Dunkelheit um 10% verringert. Redegewandt.
Eine redegewandte Person weiß, wie sie ihre Dialogoption verbessern kann, ohne genau zu wissen, worum es geht. Bei jedem Level erhältst du einen zusätzlichen Intelligenzpunkt für Dialogzwecke, schnelle Reaktionen. Mit diesem Bonus ist es wahrscheinlicher, dass du deinen Gegner im Kampf zuvorkommst, da deine Reaktionsgeschwindigkeit pro Level um 2 Punkte zunimmt. Oder Fähigkeit, meine ich. Okay, Taschenkünstler, du hast gelernt, deine Ausrüstung besser zu verstauen. Mit jedem Level brauchst du einen Aktionspunkt weniger, um im Kampf auf das Inventar zugreifen zu können. Ach, auf das Inventar zugreifen kostet einen Aktionspunkt? Okay. So, wir machen den hellen Kopf. Selbstverständlich. Ah, so, können wir hier noch ein bisschen was verbessern? Fähigkeitspunkte 17, okay. Kleine Waffen haben wir jetzt hoch. Energiewaffen haben wir noch nicht. Vielleicht stehlen. Vielleicht können wir noch ein bisschen besser klauen. Spielen, handeln. Handel treiben und Unterwandel. Handel wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht in diesem Spiel, ne? Da klingelt mein Telefon, aber da scheiße ich jetzt erstmal drauf. Werfen. Das Werfen von Waffen aus eigener Kraft. Zum Beispiel Wurfmesser, Speere und Granaten. Ah. Soll ich den nehmen? Ich würde tatsächlich gerne Stiel nehmen, ne? Die Fähigkeit, sich Sachen anderer anzueignen, zum Bestehen von Leuten oder Lokalitäten. Komm, wir machen das hier. Wir machen das mal auf 40%, ne? Und gehen hier nochmal auf 40%. Oh, wir kriegen jedes Mal 2% dafür, ne? Ja, logisch, ist ja auch einer unserer Hauptattribute, ne? Da kriegen wir ein bisschen mehr. Gut, sehr schön. Das läuft, Freunde. So lassen wir es stehen. So, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal die anderen Skorpione durch. Ich weiß noch nicht, welche wir noch nicht durchsucht haben. Den haben wir durchsucht, den glaube ich auch. Wir brauchen alles, um auf jeden Fall... Oh. Was? Ich habe meine maximale Tragekapazität erreicht. Dude, kann ich mit dir irgendwie interagieren oder so? Ziehe deine beste Waffe, wenn wir das nächste Mal kämpfen. Klar doch. Mit welchen Waffen kannst du umgehen? Ich kann mit so ziemlich jeder Art von Pistole gut schießen und ich kann auch mit einer halbautomatischen Knarre umgehen. Ein Messer kann ich auch einsetzen, okay. Und wenn wir handeln? Er hat Munition, er hat doch noch alles. Und er hat auch die Knarre. Verdammt, ich dachte, weil er jetzt bei mir ist, kann ich das einfach so nehmen. Ich muss die Formation ändern. Bleib nah bei mir. Cool. Ja, schade, ich kann mir irgendwie keine Sachen geben, ne? Kannst du mir sagen, wie ich zum Hub nach Junktown komme? Der Hub ist ein großes Handelszentrum weit im Süden von Shady Sands und wird von mehreren Karawangruppen von Händlern beherrscht. Den... Achso, das ist Englisch schon. Den Water Merchants, dem Crimson Caravan und den Far Go Traders. Junktown ist ein bisschen südwestlich von hier. Es ist kleiner, doch man kann dort gut einen trinken gehen. Die Aufsicht dort hat ein Kerl mit dem Namen Killian Darkwater, der dortige Landbesitzer, Sheriff und Bürgermeister. Okay. Oh, ja, schön. Gut. Ich würde das Ding gerne mitnehmen, ey. Das ist quasi Geld. Da liegt Geld rum. Steht auch nichts von wegen Gewicht, ne? Nur gut, Freunde. Also Moment, wir können ja mit ihm handeln, ne? Wir können ihm einfach die Schwänze geben. Wo ist das Problem? Kronkorken. Ich bitte dich. Ah, naja. Gut, besser als nichts, ne? Besser als nichts. Wir haben jetzt einen Handelspartner immer bei uns. Okay. Ein gutes Geschäft. Du mich auch. Du mich auch.
reden. Okay, ich glaube, wir müssen die Folge langsam beenden. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Wir sammeln morgen den restlichen Skorpionscheiß ein und dann gehen wir erstmal den Auftrag abgeben. Haut rein, euer Zero. Tschüss.